Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir nach langer Zeit mal wieder Equestrian The Game. Mittlerweile haben wir einen komplett anderen Season Pass. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann das letzte Video war. Ich glaube, es war Season 7 und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe das Interesse für Equestrian komplett verloren gehabt, denn es ist immer dasselbe und ich weiß nicht, ich hatte keinen Spaß mehr und das heißt, ich habe komplett aufgehört zu spielen. Und ich glaube, ich habe das letzte Mal wirklich gespielt, als ich das letzte Video gemacht habe. Jetzt habe ich aber gesehen, dass wir das Quarterhorse haben bekommen. Ich bin mir nicht sicher. Wir suchen auf jeden Fall jetzt das Quarterhorse. Es stand nirgendwo dabei, ob wir das Quarter jetzt schon haben oder nicht. Aber ich habe gelesen, ich glaube, es war auf Facebook oder so, dass wir das Quarterhorse bekommen und ich möchte eins. So, wir sind im Stall angekommen und haben ein Swedish Warmblood. Noch eins, ein Friesian, ein Swedish Warmblood und ein Welsh Cob. Okay, die Suche nach einem Quarter im Markt ist schon mal gescheitert. Dann sind wir im richtigen Markt, also im Marktmarkt. Denn wir gucken jetzt einfach mal im Create a Horse. Hallo? Oh, Full Stable, 16 von 16. Kann man den mittlerweile updaten? Wartet. Oh, kann man? Oh mein Gott, das ist so cool. Stable Slots 20. Wir bekommen 4 Stück dazu. Wir haben jetzt, glaube ich, 70.000 bezahlt. Aber das ist kein Problem, denn ich habe irgendwie so viel Geld im Spiel. Oh, wir müssen noch Geld abholen. Dann bekommen wir gleich wieder ein bisschen 5.000. Lol. Okay, und jetzt gehen wir nochmal in den Markt. Scrollen runter. Hilfe. Zu Create a Horse. Und sagen ja. Denn die 90 müssen wir erst zahlen, wenn wir das Pferd tatsächlich abholen. Und wir gucken, ob wir jetzt das Quarterhorse schon im Spiel haben. Oh mein Gott, tatsächlich. Oh mein Gott, da ist es. Ein paar Sekunden später. Wir haben einen extrem riesengroßen Körper. Und einen mini kleinen Kopf und Hals. Was ist denn da passiert? Was? Also. Der Kopf und der Hals passt nicht zu dem Rest des Pferdes. Das ist so strange, Leute. Hä? Sollte das so sein? Oder arbeiten die noch daran und es ist noch nicht fertig? So sieht auf jeden Fall kein Quarterhorse aus, Leute. Die haben normalerweise ein echt Top-Gebäude, beziehungsweise die normalen Quarterhorses, die man eben so in Shows sieht, haben perfektes Gebäude, das ist es definitiv nicht. Aber wir gucken uns jetzt trotzdem mal an, ob ich ein Pferd finden werde, das mir gut gefällt. Gefühlt ist es irgendwie ein Mix von Friese und vom Welsh Cob, oder? Also, I'm not sure. Es ist ein bisschen... Ich hätte gesagt, es ist ein bisschen schwierig. Das arme Pferd. Jetzt warte mal, konnte man das nicht drehen? Nee, man kann es irgendwie nicht drehen. Wir haben verschiedene Arten und das... Das Haar kann man noch ändern. Okay, es hat sich nicht wirklich viel verändert. Also ich habe gefühlt monatelang nicht gespielt und gefühlt hat sich nichts im Spiel verändert. Was auch ein bisschen traurig ist. Aber ich möchte trotzdem unbedingt so ein Quarterhorse reiten. Die Frage ist, ob wir uns eins... Oh mein Gott, das ist schon süß, ne? Das gefällt mir schon extrem gut. Mir, glaube ich, gefällt das hier am besten. Ja, mir gefällt, glaube ich, das am besten. Und dann von der Farbgebung... glaube ich, gefällt mir der Dark Grimello am besten. Oh mein Gott, das ist schon ziemlich süß. Das gefällt mir schon ziemlich gut. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Leg Markings, definitiv. Wartet, ich bin lost. So. Das sieht doch hübsch aus. Und jetzt brauchen wir blaue Augen. Auf beiden Seiten. Ich kann nicht sehen, ob auf der anderen Seite auch ein blaues Auge ist. Konnte man das nicht ändern? Also konnte man nicht beidseitig das machen? Wie kann ich denn dieses Pferd drehen? Konnte man das nicht mal drehen? Vielleicht nicht. Vielleicht bin ich einfach nur lost. Vielleicht konnte man das noch nie. Das Baldface hat mir ziemlich gut gefallen. Wobei es ja nur ein einseitiges Baldface ist. Aber ich glaube, das gefällt mir trotzdem am besten. Gibt es für das Quarterhorse keine lange Mähne?
Hä, ihr könnt mir doch nicht sagen, dass das Quarterhorse fertig ist, oder? Es tut mir leid, im Hintergrund spielt gerade mein Hund. Das könnt ihr wahrscheinlich hören. Der Kopf ist zu klein, der Hals ist zu klein, der Körper ist viel zu groß. Steht extrem steil auf der Schulter. Und wir haben nicht mal eine lange Mähne für dieses Pferd. Also das ist quasi das Markenzeichen von den Quarterhorses, ist die wallende Mähne in der Reining. Also jeder von euch, der schon mal eine Reining gesehen hat, die coolsten Pferde, die man sieht, die haben eine riesengroße wallende Mähne. Die hat man davor noch eingepflochten, dass die noch schöner wallend sind. Von daher bin ich jetzt ein bisschen... es gibt auch keinen langen Schweif. Okay, it's not a problem. Ja gut, also für mich ist es kein Quarter Horse. Ich bin ehrlich gesagt extrem enttäuscht. Ich finde gar keine Worte und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich die 90 Coins jetzt ausgeben möchte für dieses Pferd. Aber wenn ich mir drüber nachdenke, dann werde ich wahrscheinlich für das Geld nie wieder Geld ausgeben. Von daher ist es vermutlich egal, ob ich jetzt die 90 ausgebe oder nicht. Eine Minute, 37 Sekunden später. So, das ist, was ich ausgesucht habe. Balance, Uphill Canter and Hard Worker. Denn das ist so das, was man in einem Quarter Horse sehen möchte. Man möchte, dass es gut mitarbeitet, dass es die Energie raushaut, wenn es raushauen soll in der Show oder so. Quarter Horses sind einfach Pferde, die extrem gut mitarbeiten. Aus dem Grund sind die ja ganz oft in Amerika unterwegs, auf den ganzen Cow Ranches und so weiter. Deswegen nehmen wir das und wir machen es ein bisschen kleiner, das Pferd. Lasst es 1,49 machen, denn Quarter Horses sind so zwischen 1,48 und 1,52. Ich hätte gern ein kleines Pferd und wir nehmen natürlich eine Stute. Und wir nennen sie Peach. Confirm. So, und jetzt muss ich mir nochmal ganz kurz überlegen, ob ich wirklich 90 für dieses nichts nach keinem Quarter Horse aussehende Pferd haben möchte. Aber Leute, lasst es uns tun. Oh, guckt mal hier, Section 1. Haben wir eine zweite Section jetzt? Ja, tatsächlich, da steht sie, ach, die arme Maus, die ist ganz alleine. Ach, meine Güte. Also im Spiel sieht sie schon sehr süß aus, aber wahrscheinlich einfach auch nur, weil mir einfach das Baldface so mega gut gefällt. So, wir suchen jetzt mal ganz kurz ein Set und dann reiten wir sie auch noch, denn... Wow, das hat aber lang geladen. Denn, ich meine, letztendlich kann es ja auch sein, dass sie beim Reiten einfach wundervoll ist. Und dass es mir dann egal ist, ob sie gut aussieht und ob sie aussieht wie ein... Hä? Ach so, okay, ich muss einfach nur runterscrollen. Und vielleicht ist es mir dann beim Reiten dann einfach egal, ob sie aussieht wie ein Quarter oder eben nicht. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Und dann gehen wir ausreiten. Kyoto, glaube ich, hatten wir schon mal. Also es waren gefühlt jetzt auch nicht wirklich mega viele von den Seasons, bis sie sich wiederholt haben. Aber ich hätte vorgeschlagen, wir gehen trotzdem da ausreiten. Da sind wir angekommen. Oh mein Gott, ich weiß gar nichts mehr. Ich glaube, man kann hier klicken. Jawohl. Und dann gehe ich schneller. Wartet. Ich schaff's demnächst. Oh, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, ich weiß gar nichts mehr. Oha. Okay, also, aber wenn ich das jetzt hier so sehe, dann sieht sie schon sehr, sehr hübsch aus. Also sie glänzt wundervoll. Also sie sieht richtig gut aus. Ihre Schulter ist eine Katastrophe. Oh mein Gott. Seht ihr die Schulter? Oh mein Gott. Das wäre, also ich bin mir nicht sicher. In Real Life, glaube ich, konnte sie sich nicht fortbewegen. Ich glaube, es wäre nicht möglich. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es wäre irgendwie nicht möglich. So, wir galoppieren einfach mal an. Galoppieren tut sie aber die Schulter, ne? Die macht mich fertig. Die Schulter macht mich echt fertig. Okay. Aber, boah, sie galoppiert aber sehr, sehr schön. Ich kann euch jetzt nicht sagen, ob das jetzt irgendwie besonders anders ist, als wie bei den anderen Pferden. Aber sie ist schon echt hübsch, ne? Jetzt wartet mal, wir könnten sie mal jetzt versammeln. Dann muss ich dafür... Collected, yes, 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 prima, meinst du das? Fine. Oh mein Gott, ist sie brav, ne? Komm. Komm, let's go, let's go. Okay, sie, also, jetzt wartet, ich bin lost. Oh Gott, ich habe das Spiel schon so lange nicht mehr gespielt. Sie ist so brav, was ist denn mit ihr? Seht ihr das? Habt ihr das gesehen, wie lange sie versammelt gelaufen ist? Jetzt wartet mal, wir probieren das jetzt mal nochmal. Nein, nicht, wir wollen, wartet, wir müssen ein bisschen schneller und dann...
Oh mein Gott, ist sie toll. Als ob. Oh mein Gott, seht ihr das? Sie ist so brav. Nein, 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 ich wollte nicht, ich wollte nicht. Let's go. Okay, wartet, wartet. Collected, 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 collected. Oh, guckt mal, wie brav sie ist. Oh mein Gott, sie ist so brav. Als ob. Sie buckelt auch nicht und nix. Wow. Also, sie ist toll. Oh, jetzt ist sie, jetzt hat sie Angst. Vor was denn? Vor was hast du Angst? Oh mein Gott, okay, sie ist mega süß. Aber ich meine, ich glaube ehrlich gesagt, wann bin ich denn... Okay, ich wollte gerade sagen, wann bin ich denn wieder zurück bei dem eigentlichen... Aber ich glaube, das liegt nicht am Quarter, oder? Liegt es am Quarter Horse? Schreibt immer sehr, sehr gerne in die Kommentare. Spielt ihr noch Equestrian the Game? Spielt es noch irgendjemand? I'm sorry. Ich möchte nicht so negativ sein, aber ich bin mir nicht sicher, ob das noch irgendjemand spielt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin... positiv begeistert von dem Quarter und ich hätte gefühlt jetzt gern noch eins. Wir müssen gleich nochmal gucken, ob wir vielleicht noch eins finden und vielleicht nochmal züchten mit dem Quarter, denn guckt sie euch an. Also sie hat ein mega schlechtes Gebäude und alles, aber wisst ihr was? Vielleicht könnten wir diesen Wahnsinn, diese steile, furchtbare Schulter und das alles, vielleicht könnten wir das durch Zucht einfach perfektionieren. Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht wird es klappen. Wir könnten sie vielleicht mit einem Araber decken. Leute, ich habe jetzt ein paar Mal refreshed, ein paar Mal mehr, glaube ich. Aber wir haben leider kein Quarter Horse in dem Markt. Dann war es aber mit diesem Video von Equestrian the Game. Ich bin enttäuscht und zufrieden gleichzeitig. Das Gebäude von diesem Pferd ist eine absolute Katastrophe, aber reiten tut sich tatsächlich extrem gut. Ich danke euch jemals fürs Zuschauen. Lasst sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!